Hallo und herzlich willkommen heute mal direkt aus dem Wohnmobil auf unserem Kanal Feel Free on Tour. Eigentlich wollte ich nur ein kurzes Video reinstellen, was da jetzt für kleine Reparaturen anstanden, die ich im letzten Video angekündigt habe. Aber ich habe so viele Anfragen im ganzen letzten Jahr im Grunde per Mail bekommen zu diesem Modell, dass ich dachte, vielleicht kann ich ein paar wichtige Fragen wie: Seid ihr mit dem Fahrzeug zufrieden? Würdet ihr dieses Fahrzeug wieder kaufen? Habt ihr in der Zwischenzeit besondere Vor- oder halt besondere qualitative Mängel oder Nachteile entdeckt, warum ihr dieses Fahrzeug nicht kaufen würdet? Oder da gehe ich ganz kurz am Ende der Reparaturszene, die ich euch jetzt zuerst zeige, ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bleibt dran. Geht nicht raus. Ja, eigentlich wollten wir nur diesen wackeligen, also wackelig ist fast untertrieben, Wasserhahn befestigen. Aber das ist hier so blöd verbaut mit dem Mülleimer, der bei uns da unten drunter ist, und dem Schubkasten, dass man da von unten überhaupt nicht rankommt zum Festmachen. Und dementsprechend kamen wir jetzt auf die Idee, statt von unten ranzukommen, die ganze Spüle auszubauen. In der Hoffnung, dass wir dann besser rankommen, um den Wasserhahn mal festzumachen. Hallo Mausebär. Nicht reinkommen bitte, du hast Dreckstiefel an. Nein, mit Dreckstiefeln kommen wir hier nicht rein. Ja? Ja, Moment, ich komme gleich raus. Was ist denn mit der Hose? Ja, warte, Moment. Ich mach die Gedankenfragen auf jetzt. Kommst nicht mehr. Oh, Scheiße, das Gummi. Müssen wir ankleben, das Gummi. Naja. Ist natürlich herrlich. Was ist? Da geht genau zwei Leitungen gehen darüber. Das ist ja blöde. Willst du halten? Da kommst du überhaupt nicht bei unten. Ah, oh, ja, ich sehe es. Das hier, ja, das ist nämlich der. Kann man denn den so rumlegen? Das ist doch unmöglich. Ja, so ist es halt. Da denkt man, man zieht mal kurz den Wasserhahn so fest und dann ist man den halben Samstag beschäftigt mit dem Spülenausbau hier. Das ist ja wieder grandios. Ja. Also warum hast du es jetzt aufgeschnitten? Ja, weil es zu kurz ist, weil ich es hinten dran hochziehen muss. Gut, habe ich trotzdem nicht kapiert. Alles klar. Zeig's dir gleich. Wo ist rot da vorne? Das ist der nächste. Ja, was ein Spaß, den alten Gummi wieder reinzukriegen. Wenn man sich halt keinen neuen leisten kann, ne? Na, hätte man vorher wissen müssen, dass man den auseinander nimmt. Gott sei Dank, dass wir den vorher nicht richtig sauber gemacht haben. Sonst würde er nämlich nicht richtig passen. Dann würde er nämlich immer wieder rausrutschen. Das Ende habe ich jetzt noch gar nicht. Warum haben wir das Ganze gemacht? Damit er fest ist. Hast du schon geguckt, ob er überhaupt fest ist? Ja, klar ist der fest. Ja, was macht man nicht alles an einem Samstag? Du
müssen natürlich auch noch die Winterreifen gewechselt werden. Und da habe ich mir extra einen neuen Wagen hier mal gekauft, der stabil genug ist, um auch das Wohnmobil hochzuheben und da die Reifen selber zu wechseln. Ne? Bin ja ein fleißiges Kerlchen. Nicht schon wieder anfangen? Ja, wieso? Ohne Dokumentation hier. Das wirst der Bus alles hier hundertprozentig sicher haben, damit du mich dann verklagen kannst, wenn irgendwas nicht funktioniert, oder? Mein lieber Mann. Ja, das war unser Schuhschrank. Was heißt war? Ist unser Schuhschrank. Aha. Und jedes Mal beim Bremsen sind die Schuhchen rausgeputzelt. Du, das ist auch ein bisschen wenig, diese eine Zuhaltung da. Ja. Denn diese halten nicht besonders gut, ne? Naja, und das war irgendwas abgebrochen. Übrigens, der Schnapper ist ja nicht kaputt, ne? Ne, nur das Halterungsding war, glaube ich, kaputt, oder? Jetzt machen wir es aber so, dass wir den trotzdem auswechseln. Dann hast du einen kompletten neuen und den hast du mal für irgendwelche andere Fälle. Man weiß ja nie. Ja, das weiß man sowieso nie. Bei dem ganzen Kram weißt du sowieso nie Bescheid. So, das war jetzt. Ja, fangen wir mal kurz mit einem Schwachpunkt in meinen Augen an. Also, ich bin froh, dass wir eine Schiebetür haben, denn die ist in meinen Augen fürs Wintercamping absolut notwendig, da von vorne vom Fahrerraum wirklich wahnsinns kalt immer reinkommt und man spart sich da enorm Gas- oder Stromkosten mit dem Heizen, wenn man hier einfach zumachen kann und nur den Wohnraum heizen kann. Aber, also, wie funktioniert das Ganze hier im Argos? Bett wird runtergeklappt, dass hier sozusagen erstmal geschlossen sind. Hier seht ihr den Druckknopf. Jetzt gehe ich hier hinten rein, mache das Bändelchen, wo die Tür befestigt ist, mache ich ab, ziehe die Tür hinterm Sitz hervor, dann wird die hier aufgeklappt, wird hier ran gemacht, da verschlossen sozusagen, da ran geschlossen. Und dann ist das, und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt, relativ dicht. Also, ihr seht, da ist es einigermaßen bündig. Unten kann man eigentlich auch nicht meckern mit der Bündigkeit, zeige ich gleich. Aber jetzt ist es leider schon draußen dunkel, deshalb sieht man es nicht ganz so deutlich, aber man erkennt es, denke ich. Hier sind so groß eigentlich die Schlitze, dass wenn hier im Raum angenehm geheizt ist und man sitzt ja jetzt, Achtung, und man sitzt ja jetzt sozusagen hier direkt an dieser Tür dran. Wer sich jetzt wundert, warum ist der Tisch ab? Also der Tisch ist deswegen ab, weil wir immer mit den Kindersitzen fahren. Und diese Kleinkinder-Kindersitze sind noch so hoch, dass es immer besser ist, hier unterwegs zu sein, wenn der Tisch ab ist. Und jetzt extra, um das Video schön zu machen, mache ich hier keinen Tisch ran. Und wer sich wundert, warum sehen die Polster so komisch aus? Da hat meine Frau extra mit so einem Frotti-Bettbezug das so passend genäht, dass wir die einfach über die Sitzpolster spannen können. Dann werden die nicht dreckig. Dann kann man die schnell abmachen, ausschütteln, sind schnell zu waschen und das Polster bleibt ordentlich sauber. Denn wer mit Kindern unterwegs ist, weiß, dass wenn man hier regelmäßig isst oder sitzt, wieder die Polsterchen ausziehen können. Und das wollen wir ja nicht. Zurück zum Hauptthema. Ich nehme die Kamera mal in die Hand, dass ihr es ein bisschen erahnen könnt. Da sieht man die Schlitze, die ich meine, wo eindeutig halt zugige Luft reinkommt. Unten ist es eigentlich alles gut geschlossen. Gut, bis zu dem Punkt. Vorteil, Tür ist da. Nachteil, ganz kalt, Wintercamping, zieht es halt ein bisschen durch. Punkt. Ja, zweite pikante Kleinigkeit ist der Platzmangel auf dem Klo. Also so kann man das Klo ja, also warum es eigentlich gerade die Funktion sozusagen gibt, da kommt wohl keiner rein von euch, ja. Dementsprechend steht es bei uns logischerweise immer in der Stellung, was ja auch vollkommen okay ist. Aber wenn man jetzt hier reingeht und ihr seht, wisst, ich bin ein schmales Kerlchen, ja, und man setzt sich hier aufs Klo, ja, also das ist schon mal eng logischerweise, wenn ich hier die Schiebetür zu habe. Deshalb darf ich mich jetzt nicht zu weit so hinsetzen, sondern man sitzt ja so da, dass die Tür zu ist. Und hier das linke Knie ist dann die ganze Zeit damit beschäftigt, sozusagen, wenn man auf dem Klo sitzt, den Schrank auf und zu machen. Also ich will eigentlich nur sagen,
es ist ein bisschen eng. Stört uns, mich persönlich jetzt überhaupt nicht, weil ich habe lieber ein kleines Bad und den Platz im Gang oder den Platz in der Küche oder den Platz im Wohnraum. Deshalb ist es für mich okay, wenn hier der Platzbedarf halt eng ist. Für uns passt es also hervorragend. Für andere, die sagen vielleicht, nee, ich will meinen Platz auf dem Klo haben. Gut, so viel dazu. Nee, noch eins. Und zwar, das eine sage ich gleich. Hier ist ja eine Schiebetür. Auf der Fahrt geschlossen, weil sie sonst logischerweise beim Bremsen da nach vorne donnert, ja. Und sonst bei uns eigentlich meistens auf. Ich finde es eine gute Sache. Nachteil ist allerdings, was uns schon passiert ist, wenn da jetzt, und in so einem Modell ist man ja meistens mit einem Kind oder irgendwie unterwegs, ja. Wenn da jetzt hier, man sieht es da unten, da ist nämlich uns ist schon kaputt gegangen, das ist hier alles geklebt, ja. Und die Tür ist schon mal ersetzt worden, nachdem wir das Fahrzeug als Halbjahreswagen übernommen haben. Also das ist schon die neue Tür gewesen und wir sind vorsichtig. Und trotzdem ist es uns auch passiert. Wenn man da jetzt hier dagegen drückt oder dagegen stolpert oder irgendwie aus dem Bett rauskommt und blöd hier auf die Stufen kommt und hier sich dann irgendwie sozusagen beim Rauskommen hier mit der Hand abstützt, dann bricht es da unten ganz schnell aus, dann geht es aus der Schiene raus und schwuppsdiwupps ist diese schöne Schiebetür natürlich ganz schnell kaputt. Und ich weiß jetzt gar nicht, was die gekostet hat, aber so eine Tür kostet natürlich eine Kleinigkeit und ist dann blöd und ist auch leicht, was kaputt geht. So, jetzt muss ich die Kamera umstellen, denn jetzt kommen wir gleich zu einer tollen, positiven Sache. Ja, tolle, positive Sache ist, dass wir eine Schiebetür haben. Denn da gibt es ja einige Modelle von anderen Herstellern, die haben hier eine Tür und eine Tür, aufgrund der Sachen, die ich eben bei der Schiebetür genannt habe, finde ich eigentlich besser. Allerdings ist bei der Tür immer das Problem, dass die hier beim Aufgehen immer im Weg ist und erst recht finde ich es nicht gut eigentlich, wenn diese Tür eine Doppelfunktion hat, dann sozusagen nicht nur hier Klotür ist, sondern dann aufgeht und hier gleichzeitig noch, wie sagt man denn dazu, Schließtrenntür als Räumlichkeit ist, ja. Denn da gibt es Modelle, da ist hier oben wirklich ein Riesenspalt und unten meistens auch nochmal ein Riesenspalt. Und dann höre ich entweder die Frau oder den Mann, wenn man hier schläft oder getrennt schläft, denjenigen doch schnarchen. Oder wenn die Kinder hier hinten sind und man möchte noch in Ruhe was erzählen, dann motzen die Kinder, weil sie nicht schlafen können, weil sie halt doch alles hören. Das ist also wirklich praktisch bei der Tür. Hier geht sie aufzumachen und dann geht die wunderbar, ich bleibe in Kamerasicht, geht die hier, zack, richtig zu. Ist hier total verschlossen. Unten ist es genauso wie bei der anderen Tür, aber ich kann es... Ach, ich mach's gleich. Einmal nach unten geschwenkt, damit ihr es seht. Zack. Auch komplett geschlossen. Und wenn ich jetzt dahinter gehe, man kann es auch mal demonstrieren. Auf geht die... Ist das nicht toll hier? Auf zu. Technik finde ich auch klasse eigentlich gemacht. Jetzt rede ich mal weiter, dass die Kamera sich mit der automatischen Einstellung an den Türen gewöhnt. Und ihr hört gleich, wenn ich rede, wie schön es ist, wenn der Ton hier weggeht. Ich bleibe in derselben Lautstärke, um hier auch ja nicht zu schummeln. Dann geht der Ton hier zu und ich rede weiter und erzähle darüber, wie sinnvoll es ist, hier mit dem Spiegel das zu machen. Die Kamera stellt sich jetzt natürlich ein bisschen lauter wieder bzw. auf den leiseren Ton ein und wird dann empfindlicher. Aber ich denke, man hat es gemerkt, wie schön es ist. Was auf der anderen Seite sich verbirgt, übrigens, weil es ja sozusagen hier eigentlich der Schlafbereich, Kleiderzimmerbereich ist, ist ein wunderbarer Spiegel zum Umziehen und sich sozusagen komplett zum Betrachten. Also finde ich, das ist eine wirklich schöne Sache. So, weiter geht's. Ja, das habe ich eben ganz geschickt gemacht, weil ich natürlich nicht mitgekriegt habe, dass ich die Kamera so hingestellt habe, dass da oben mein Kopf nicht drauf war und ich die ganze Zeit ungefähr 10 Minuten erzählt habe, wie die Heizung funktioniert. Dabei wollte ich eigentlich nur eine Sache zeigen, deshalb gelingt mir das jetzt beim 25. Versuch bestimmt besser zu erklären. Es klingt jetzt gerade hier ein bisschen komisch im Raum drin, weil ich habe die Schiebetür jetzt zugemacht, weil ich euch mal kurz den Ton, den die Heizung von sich gibt, dass ihr den mal hört. Die Heizung ist nämlich direkt in der Garage sozusagen, jetzt eben in meinem Rücken sozusagen, dass wenn man nämlich im Bett schläft, so wie wir auch schlafen, und den Kopf auf der Seite da oben hat, ist die Heizung direkt unten drunter. Ich finde, ja, man hört deutlich, wenn sie angeht oder ausgeht, egal ob bei Gas oder bei Strom,
aber es ist ein ganz angenehmes Laufen der Heizung und es ist ein angenehmes, ja, Zünden der Heizung, wenn sie heizt. Also das ist nicht vergleichbar und ich bin da wirklich empfindlich. Also ich kann kaum schlafen, wenn meine Frau schnarcht. Ich habe einen leichten Schlaf und wache sofort auf, wenn die Kinder irgendwie sich im Bett umdrehen. Ich kann nicht schlafen, wenn irgendwo eine Uhr in der Nähe ist, die ständig, ja, ihr kennt es ja bestimmt, selbst wenn man eine Uhr nicht hört und man hört doch mal genau hin, die macht dann dick, 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 dick. Also wenn eine Uhr irgendeinen Tack an hat, kann ich auch nicht schlafen. Also deswegen, in dem Punkt bin ich der Empfindliche und ich muss sagen, die Heizung hört sich für mich nach Urlaub an, nach Camping an. Selbst wenn die angeht, läuft, da kann ich wunderbar bei schlafen und weiß, ich bin in meinem Wohnmobil, meine Heizung läuft, da fühle ich mich also wohl. Jetzt bin ich mal ganz kurz leise, dass ihr hört, die läuft nämlich jetzt gerade, ich habe es ein bisschen höher gemacht, wie laut sie ist. Ich hoffe, ich sehe es ja gleich beim Schneiden vom Video, draußen fahren ja auch Autos vorbei, deshalb habe ich die Schiebetür hier zugemacht und alles sonst hier zugemacht und dicht gemacht, damit man die Heizung mal hört. Deshalb bin ich mal ganz kurz leise. Man hört den Ton von der Heizung und in der Zeit, wo ich leise bin und man den Ton von der Heizung hört, mache ich die Heizung so weit runter, dass sie aufhört sozusagen zu laufen und zu heizen. Und dann mache ich es nochmal hoch, damit man das Klicken hört, was dann nur passiert, wenn sie wieder anheizt. Okay, also zuhören. Jetzt läuft sie. Da ist ausgegangen. Ganz gut, jetzt hört man auch gerade kein Auto. Alles ist leise, kein Summen im Hintergrund, auch wenn ich rede. Eben hat man wahrscheinlich beim Reden die ganze Zeit so ein bisschen so ein Summen gehört. Jetzt warte ich mal gerade den Moment, bis gerade wirklich kein Auto vorbeifährt. Man wirklich hört, dass es ganz leise ist. Und dann hört zu, wie die Heizung klingt. So klingt es auch nachts, wenn man schläft und sie merkt dann, ach, ich muss die Temperatur halten, ich muss wieder anspringen. Ja? Also, jetzt ist leise. Ich warte gerade, bis kein Auto mehr fährt und dann mache ich es hoch. Jetzt kommt natürlich der größte, dickste LKW vorbeigefahren. Warten wir noch einen Moment gerade. Jetzt. Also wenn man es nicht hört, mache ich mir irgendwann den Spaß. Halt das Mikrofon mal direkt rein und lass meine Frau hier sozusagen an dem Ding spielen. Das ist also nur so ein ganz leichtes. Es ist leise und dann macht's. Also es macht so ein Klicken, ganz kleines Klicken, Klick und. Und dann läuft es in diesem. Wie man es jetzt hört. Okay, hier werde ich wahrscheinlich was rausschneiden. Das ist alles viel zu lange, das interessiert keinen. Keine Ahnung, ob es interessiert oder nicht. Kurz noch zur Alterheizung. Ich habe Urlaub mit meinen Eltern früher im Wohnwagen gemacht, mit Truma Gebläseheizung, alles wunderbar, aber das Ding rauscht halt wie die Sau nachts. Aber das war früher und Wohnwagen und ist schon länger her. Wir hatten vorher das Wohnmobil, den Carado A464 als Alkoven. Auf unserer Homepage könnt ihr ja nachschauen. Da sieht man übrigens auch alle Vor- und Nachteile von diesem Fahrzeug nochmal aufgelistet in stichwortartiger Kurzform, was mir so eingefallen ist. Also auf unserer Homepage könnt ihr mal vorbeischauen. Jetzt komme ich wieder vom Hundertstel in Tausendstel. Die Homepage ist allerdings nicht aktuell im Moment. Ich krieg's nicht gebacken, die ganzen Videos zu schneiden, in Urlaub zu fahren, arbeiten zu gehen, mich um Kinder zu kümmern, mich um Hunde zu kümmern und gleichzeitig irgendwie noch die ganzen auf der Homepage die Stellplätze zu aktualisieren, die ganzen Berichte dazu zu schreiben. Aber ab und zu ist was aktuell, da kann man ruhig mal vorbeischauen. Wie gesagt, wer sich fürs Fahrzeug und das Modell interessiert, sieht da aufgelistet die Vor- und die Nachteile. Alte Heizung, Stichwort, ich kann die nur empfehlen. Also im Vorgänger Carado A464 hat mir die Truma Gebläseheizung, heizt ein bisschen schneller, ist in Ordnung, aber wenn man das Ding hochstellt, das Ding rauscht wie eine Turbine von einem Flugzeug, finde ich jetzt im Vergleich zu dieser alten Heizung halt, ja. Und hier ist die Wärme ganz anders, die wärmt ganz anders hoch und vor allen Dingen, wenn es mal hier warm ist in dem Fahrzeug, dann hält die Wärme ganz anders. Hier kann man, draußen kann es eiskalt sein, draußen kann es schneien, hier drin ist es wunderbar angenehm warm, als ob man zu Hause bei seiner, also zu Hause im Wohnzimmer bei der Heizung sitzt, ja. Also deswegen, wer die Möglichkeit hat, bestellt sich eine alte Heizung, kauft eine alte Heizung, falls ihr Winterurlaub macht. Wer natürlich sagt, ich mache ja eh nie Winterurlaub, das Ding wird hat nur ein Saisonkennzeichen im Sommer, der braucht selbstverständlich keine Alterheizung, dafür Geld ausgeben. Ja, dann ist es natürlich sinnlos. Aber meine persönliche Meinung zu dem Thema Alterheizung. Gut, jetzt muss ich überlegen, jetzt machen wir erstmal Schluss, ob ich noch einen Punkt habe. So, jetzt mache ich es mir doch nochmal in der Ecke hier gemütlich.
Das ist übrigens auch schön in dem Fahrzeug. Ich habe es ja in dem einen Vorstellungsvideo vom Argos mal gezeigt, wie man hier die Bank sozusagen umbauen kann, dass man das hier noch hochklappt. Dann kann man hier noch ein Kissenzwischenstück einbauen, hat hier noch ein Kissenzwischenstück und für die Ecke. Und dann hat man hier so eine richtig schöne Exitsgruppe und kann hier sozusagen nicht nur so liegen, sondern hat hier auch sein Sitzpolsterchen und das Ganze wirkt ganz anders. Wir machen das nur nicht oft so und nutzen diese schöne Gemütlichkeit nicht, weil wir halt hier muss die Treppe für den Alkoven ran. Die Kinder sind da oben und die sind halt bei uns noch so klein, dass wenn die Kinder da oben sind und wir hier unten gemütlich sitzen, doch ständig irgendjemand noch was zu trinken will oder noch mal gekuschelt werden muss. Deshalb haben wir zwar die Kissen immer dabei, aber packen die abends nie wirklich aus, weil wir halt die Leiter hier stehen haben. Ansonsten ist das eine wirklich schöne, gemütliche Ecke. Und ich habe es ja auch schon mal gezeigt in dem anderen Video. Jetzt habe ich alles hell gemacht, obwohl man könnte die auch noch hell machen. Also man kann dieses Licht hier, Achtung, auch noch anmachen. Also beleuchtungsmäßig ist das Auto hier wirklich top. So viele Lichter, so viel indirektes Licht, direktes Licht, alles dimmbar, alles auch ausmachbar. Und dann nur hier nachts sozusagen kann man sich die Fußbeleuchtung anlassen, dass man nicht irgendwie stolpert, wenn man doch noch zum Klo geht. Ich wollte ja immer mal ein neues Video drehen, weil der Ton von dem anderen 5-Minuten-Video zur Vorstellung vom Argos, ich weiß, Bild finde ich mittlerweile grausam, das war halt alles mit der GoPro gefilmt damals. Tonqualität ist eigentlich abartig schlecht, weil ich die Musik viel zu laut aufgedreht habe. Also wie gesagt, jeder fängt ja mal an mit Videos machen, auch wenn ich schon ewig Videos mache, aber in einer hohen Qualität die sozusagen dann auch online zu stellen oder für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu machen, ist natürlich noch was ganz anderes. Und dementsprechend glaube ich aber trotzdem von der Zeit her, ich komme einfach nicht dazu. Das Wichtigste sieht man ja auf diesem 5-Minuten Kurzvorstellungsvideo zum Argos. Und ja, alles andere kann sich ja jeder beim Händler selber anschauen. Ja, also da geht man zum Händler hin und dann sieht man ja viel schneller die Sachen, als wenn man sich für eine Kurzvorstellung auf YouTube, was ist das für ein Modell, was hat das Fahrzeug, was für Klappen, das sieht man ja alles in dem Video. Deshalb glaube ich, langt es. Und dann gehe ich immer mal wieder nur so auf Kleinigkeiten ein. Jetzt waren ja aber ganz die wichtigen Fragen, die ich am Anfang noch gestellt habe. Ihr seht, ich habe mir hier auf 2 Seiten heute Morgen mal kurz, beziehungsweise eigentlich gestern Nacht auch schon, am PC stichwortartig ein paar Sachen aufgeschrieben, manches jetzt ausformuliert, damit ich weiß, was ich überhaupt sagen will. Die Mails. Wenn ich jetzt wieder zu viel geredet habe, schneide ich es nämlich alles raus. Deshalb muss ich nochmal so einen neuen Anfang finden. Ich kriege regelmäßig ganz nette Anfragen, die ich auch sehr gerne, sehr ausführlich und natürlich aber subjektiv aus meiner, unserer Sichtweise beantworte und versuche zu helfen, ja, zu helfen, wo ich kann. Das heißt, ich rate niemandem zu dem Kauf von dem oder dem Fahrzeug. Ich sage immer deutlich dazu, wenn man sich nicht entscheiden kann, dann sollte man sich am besten die beiden Fahrzeuge, die dann am Ende zur engeren Auswahl stehen, einfach mal für einen Kurztrip mieten, einen Kurzurlaub machen, und ich denke, dann sieht man ganz schnell, in welchem Fahrzeug man sich wohlfühlt und welches Fahrzeug zu einem passt. Ich gebe auch gerne Tipps sozusagen, weil ich ja jetzt oft in vielen Modellen auf den ganzen Messen drin war, was mir gut gefällt bei dem Fahrzeug im Vergleich zu unserem Fahrzeug. Und da tue ich bestimmt nicht alles, was jetzt, weil es unser Fahrzeug ist, positiv beschreiben. Im Gegenteil. Diejenigen, mit denen ich schon ganz viel E-Mail-Kontakt hatte, die werden jetzt bestimmt auch das Video ja schauen. Die wissen, dass ich zum Beispiel ein Fan vom Iveco-Fahrwerk bin, weil ich gerne einfach mal den Heckantrieb hätte. Gerade weil wir oft auf rutschigen, nassen Wiesenuntergründen unterwegs sind, da wir oft in Skandinavien Urlaub machen, Irland, Schottland, Norwegen, Schweden, wo wir schon waren, und da ist halt auch im Sommer oft ja ein bisschen nass, ein bisschen rutschig, ein bisschen uneben, und dann ist dieses Fahrzeug hier mit Vorderradantrieb einfach und dem Gewicht und der Länge und der Gewichtsverteilung völlig überlastet. Also die Räder, die drehen schon durch, wenn die sozusagen nur einen nassen Grashalm sehen. Übertrieben gesagt natürlich. Ja. Dementsprechend hätte ich halt gerne einfach mal das Gefühl, mit Zwillingsbereifung und Hinterradantrieb. Jetzt weiß ich natürlich auch, und das sage ich ja auch dazu immer, aber dieses Fahrzeug hat natürlich Vorteile auf der Langstrecke.
Also wenn ich gemütlich auf der Landstraße, gemütlich auf der Autobahn dahin gleite, erst recht mit dieser Goldschmidt-Vollluftfederung, da können links, rechts von mir gespanne LKWs fahren. Da kann ich sozusagen mitten durchfahren mit 100 Stundenkilometer oder 120. Das Fahrzeug, das wackelt nicht mal. Ja? Und wenn es regnet und wenn Spurrillen auf der Autobahn sind, es ist diesem Fahrzeug mit Tandemachse im Grunde komplett egal. Das geht wie auf Schienen dadurch. Also das ist ein grandioser Vorteil vom Fahren mit dem Fahrzeug. So, reden wir wieder von einem Wendekreis, dann wird einem natürlich übel. Also wenn man mit der Länge irgendwo in die falsche Straße gefahren ist und muss jetzt rückwärts raus oder will wenden, ja, dann viel Spaß und auch gute Nacht. Ja. So, das ist im Grunde schon viel zu viel ausführlich erzählt von Fahrwerkssachen zu dem Fahrzeug. Ich möchte mal kurz nicht auf zu viel Kleinigkeiten eingehen, sondern einfach die Frage beantworten. Ja, wir sind mit diesem Fahrzeug zufrieden. In der jetzigen Situation denke ich nicht, dass wir einen Fehlkauf gemacht haben. Im Gegenteil, wir fühlen uns sehr wohl hier. Wir haben uns, seit wir dieses Fahrzeug haben, einige Fahrzeuge aus Interesse halt nur und weil ich da oft dann auch Videoreportage mache, angeschaut und gesehen, und ich muss immer wieder sagen, wenn ich in unser Fahrzeug komme, fühle ich mich am wohlsten. Das Platzangebot ist toll, das Design von den etwas dunkleren Möbeln mit dem Vergleich mit dem hellen Touch und wie gesagt und der Beleuchtung und dem einfachen Platzangebot, was man hier drin hat, finde ich es super. Stichwort Mängel. Ihr habt ja jetzt in dem Video, deshalb habe ich zuerst auch das mit den Reparaturen laufen lassen und euch das vorhin gezeigt, das sind alles nur Kleinigkeiten. Also ich finde, da ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, das geht gar nicht. Damit kann ich nicht leben. Ja? Also das sind alles kleinere Reparaturen, kleinere Stellen, die man selbst ausbessern kann, die man... Ja, ich finde gar nicht eigentlich die richtigen Worte. Es gibt nichts Größeres. Also warum um den heißen Brei reden, wenn man einfach sagen kann, wir haben in der Zeit, und wir fahren ja richtig viele Kilometer, wer die ganzen Videos in den Playlists sieht, wir haben bisher nichts gefunden, was uns jetzt überhaupt nicht gefällt oder was gar nicht geht. Ja? Und das ist in meinen Augen ein gutes Zeichen. Und das hat uns damals auch der Einweiser sozusagen in das Fahrzeug beim Händler auch gesagt. Also das ist nicht umsonst das Fahrzeug, was in den Maßen, in dem Grundriss schon so lange auf dem Markt ist und daran im Grunde nur Kleinigkeiten immer wieder geändert worden sind. Ja, also das ist schon zu Recht genau so seit Jahren auf dem Markt und dementsprechend ist es alles schon an der richtigen Stelle. Das muss halt jeder für sich auch selber rausfinden. Mag ich die Sitzgruppe lieber da? Mag ich lieber so viel Betten? Brauche ich so viel Schlafplätze? Brauche ich so viel Dreipunktgurte zum Anschnallen? Brauche ich die Länge zum Reisen? Will ich mehr in Städte gehen? Das ist ja alles individuell, was ich mit dem Fahrzeug machen will. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen Spickzettel schauen, ob ich jetzt für dieses Video noch was Entscheidendes vergessen habe. Nee, ich glaube nicht. Also ich würde es jetzt einfach mal dabei belassen. Hoffe, das war sowieso nicht zu viel Gerede. Und ich konnte mit dem Video etwas weiterhelfen und einen tieferen Einblick geben, ja, welche Vor- und Nachteile an welchen Ecken das Fahrzeug bietet und dem ein oder anderen vielleicht in seiner Kaufentscheidung oder Kaufrichtung überhaupt oder überhaupt, wenn man sich ein Wohnmobil anschaffen will, erstmal ein Stückchen weiterhelfen. Wenn weitere Fragen sind zu dem Modell, schreibt mich gerne weiterhin privat an. Ich weiß, dass irgendwie unsere Zuschauer lieber mir Mails schreiben, als unter die Kommentare zu schreiben, warum das auch immer so ist. Aber ist vollkommen in Ordnung. Also ich lese gerne Mails und beantworte auch gerne die Mails. Das war's zu dem Video. Mal gucken, ob es dazu einen zweiten Teil gibt. Zum Reparieren bestimmt. Und dann baue ich bestimmt auch wieder ein paar Antworten ein, ja, zu Fragen, die euch halt brennend interessieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video bei Feel Free on Tour. Ja, ganz typisch, da ist man gerade im Redefluss und kommt so richtig in Fahrt und macht nicht dauernd und,
sondern redet. Und dann ist doch tatsächlich der Akku leer gegangen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und ich habe schön ein paar Minuten weiter geredet. So, mal gucken, wo ich das jetzt einbaue zwischendrin, die Stelle. Ihr seht logischerweise, ich bin extra woanders hingegangen, damit man sieht, ja, da hat er nicht rumgefummelt, sondern das war ein klarer Cut, da ist irgendwas schief gegangen. Und mir sind zwischendrin auch logischerweise noch zwei Sachen eingefallen, die ich auch noch kurz erwähne. Die eine Sache ist, ich habe mich extra jetzt hier hinten in unseren Erwachsenenschlafbereich gelegt. Also persönlich würde ich eigentlich lieber im Alkoven liegen, weil da nicht ganz so heiß wird mit der Heizung beim Schlafen. Man die Heizung weniger hört, obwohl es mich ja wie gesagt nicht so stört. Und das Bett größer ist zum da liegen. So, und aus dem schlafe ich irgendwie gerne im Alkoven. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich mag Alkoven. Auch wenn das hier natürlich für uns Erwachsene gemacht ist, mit hier ist der Kleiderschrank, hier kann man die Tür schließen, hier hat man gleich sein Klo, man muss nicht von oben runterklettern. Was man natürlich nicht im Alkoven hat, ist, dass man zum Beispiel das hier so wunderbar hochklappen kann und dann sitzen wir beide hier ganz oft abends noch, lesen was oder gucken auf dem iPad ja, noch irgendeinen Film, irgendeine Serie. Und da kann man sich das ganz gemütlich hier mit dem Licht einstellen, kann es ein bisschen dämmerig machen. Das kann man natürlich da hinten ausstellen, beziehungsweise ihr seht schon, ich habe hier meine Knöpfchen, die sind auch nachts, sieht man es, die sind auch nachts beleuchtet. Da kann ich dann auch sagen, nee, das ist mir zu viel. Oder ich mache das an und ihr seht, wenn ich das ein bisschen gedrückt halte hier, da, dann können wir es ein bisschen schummrig machen. Oder wenn mir es noch zu wenig ist zum Lesen, kann ich sogar hier die auch noch anmachen und kann mir die einstellen, dass es genau auf mein Buch leuchtet. Also das ist grundsätzlich auch trotzdem eine gemütliche Ecke und wir fühlen uns hier echt wohl. Was meine Frau zur Weißglut bringt, ist allerdings hier diese Schlafkante. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, aber ich erzähle es einfach, dann wisst ihr das oder könnt es selber beobachten oder mal selber testen bei dem Fahrzeug. Ich bin ja relativ schmal und dünn gebaut und trotzdem hat man hier wenig Platz. Also ich versuche ja schon wirklich am Rand zu liegen, damit meine Frau hier nicht drunter liegen muss. Jetzt sagt ihr bestimmt, ja Gott, Kerlchen, leg du dich doch hier drunter auf deine Seite und lass der Frau den schönen Platz. Ja, würden wir auch so machen, wenn meine Frau die Kinder hören würde und nachts aufstehen würde und sich darum kümmern würde, dann wäre das auch alles wunderbar. Macht sie auch regelmäßig, schmeiße dann auch raus. Nein, aber meistens gehe dann doch ich raus, weil ich so, ja, entweder draußen was höre, klaut uns nicht wieder ein Fahrrad vom Dach, vom Fahrradgepäckträger oder irgendeiner schreit da oben gerade, irgendein Kind möchte gerade irgendwas, irgendeiner, was weiß auch immer, dann bin ich derjenige, der halt hier zu rausgeht und außerdem muss ich auch irgendwie nachts öfter aufs Klo. Deshalb liege ich hier vorne und meine Frau muss leider Gottes, oder ist ja egal, auch wer hier schläft von euch, ja, es ist hier eng. Also es ist der Platz nicht gerade so groß, es ist schön mit den Taschen, die kann man natürlich auch wegmachen, also die nehmen nicht den Platz. Es ist nur, es wirkt irgendwie hier erdrückend mit dem Schrank, der da ist. Natürlich hat man dann auch noch Platz, wenn der Schrank da ist. Ja, aber es ist nun mal einfach Fakt. Weiß nicht, ob man es hätte anders lösen können, es anders hinmachen können. Es geht immer anders, es ist immer blöder, es ist manchmal besser. In dem Fall, bei dem Modell, muss man wirklich sich dessen bewusst sein, dass wenn man hier auf der Seite liegt und hier schläft, dass es dann ein bisschen beengt wirken könnte oder man beim Aufstehen oder irgendwas hier mit dem Kopf auch rankommen könnte. Ja? Oder ich mache es jetzt doch einfach mal, während die Kamera läuft. Wenn man das hier hoch macht und man sitzt hier halt zu zweit und guckt fern, ich denke, ihr erkennt es jetzt schon, ja. Also ich muss dann hier rüber rücken, dass derjenige hier sitzen kann, ja, weil da ist halt der Schrank im Weg. So, das zu dem Thema. Das Zweite, was mir noch eingefallen ist, was ich nicht erwähnt hatte, was mir und auch anderen, mit denen ich E-Mails geschrieben habe, gerade jetzt erst zuletzt, ist die Frage des Händlers. Also, wenn man sich für die Marke für das Modell entscheidet, heißt es ja noch lange nicht, dass ich in meiner Nähe auch einen Händler habe. Also da fängt schon damit an, dass das am Ende dann doch das Entscheidende wird. Ich entscheide mich für das andere Fahrzeug, weil ich nicht den passenden Händler in der Nähe habe. Und selbst wenn ich dann den Händler aber doch in der Nähe habe von dem Modell, was ich kaufen möchte, ist ganz oft das Problem, was uns jetzt schon so gegangen ist, wir hatten bisher, ich muss es ganz deutlich sagen, nur enttäuschende Erfahrungen gemacht. Egal, ob mit unserem ersten Mobil, wo wir es gekauft haben, das Anfängermodell auch für uns, wo wir uns vielleicht ein bisschen zu schnell entschieden haben, uns ein bisschen zu wenig informiert hatten, da hatten wir den Knaus, danach hatten wir bei einem Händler den Carado gekauft und dann hatten wir jetzt den Bürstner gekauft.
Wir sind in meinen Augen nicht schön behandelt worden. Also das fängt an mit einer unfreundlichen Beratung und Behandlung, geht weiter mit einem inkompetenten Service, dass man ständig, wenn man was möchte und eingebaut haben will oder nachbestellt hat oder repariert haben möchte oder ist es da zur Reparatur, ständig muss man anrufen, ständig muss man nachfragen. Es wird nichts von selbst getan. Dann sind wir weg von diesem Händler, wo wir das Wohnmobil auch gekauft haben und sind in der Garantiezeit zu einer freien Wohnmobilwerkstatt gegangen. Und das war am Anfang alles gut. Ich weiß nicht, ob es deswegen gut war, weil wir halt echt, was ich ja erklärt habe, viel Geld investiert haben in den Wechselrichter, in die Solarplatten, in... Bei den anderen beiden Modellen haben ja mein Vater und ich selber die Klimaanlage installiert. Hier haben wir gesagt, nee, Garantiezeit und so weiter. Hier lassen wir das Klimagerät, was wir haben, im Dach einbauen vom Fachmann. Und das kostet alles so viel Zeit und Nerven. Und man hat das Gefühl in der Branche, das läuft im Moment so gut. Man liest es ja auch in Wohnmobilzeitschriften oder hört es. Wohnmobile sind gefragt, Wohnwegen sind gefragt, die Leute fahren wieder mehr in Urlaub, die Leute geben wieder mehr aus, die Zulassungszahlen steigen, dementsprechend läuft es ja auch. Und es läuft so gut, dass man da vielleicht zwischendrin vergisst, wie wichtig ein guter, freundlicher, kompetenter Service einfach ist. Und das möchte ich denjenigen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht sich ein neues Wohnmobil kaufen oder ein gebrauchtes Wohnmobil kaufen oder sich einen Händler suchen, dass man da einfach guckt, wie wird man behandelt und fühlt man sich da wohl. Finde ich und ich denke auch andere ein ganz entscheidender Aspekt. So, jetzt geht's weiter mit irgendwo an anderer Stelle, wo die Kamera. Oh, ich höre schon wieder, wo die Kamera an anderer Stelle nicht ausgegangen ist. Die Kinder kamen gerade vom Sport, alles ruft Papa, ich muss aufhören, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ja!